So, Video läuft auch. Ah, jetzt kommt mein Lieblingsspruch. Was war das denn? Ja, um das Ganze zu synchronisieren. Ja, wie du meinst. Ich hab mich hier in den Steuerungsdingen. Peterle! Okay. Soll ich anfangen, oder? Alles gut, mach ruhig. Gut, warte. Meine Aufnahme läuft. Oh, Alter, die Musik ist so laut, ne? Ja, hatte ich gerade auch. Ich verstehe nicht, wenn ich hier auf Play drücke, dann öffnet sich ein Inventar. Das finde ich nicht so schön. Cool, Musik ist immer noch zu laut. Ja, ich muss jetzt nochmal raustappen. Menschenskinders, nee, was ist das denn hier? Wer programmiert denn so eine Scheiße? So, okay, warte. 3, 2, 1. Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft Live in the Woods. Und ja, heute bin ich nicht alleine. Nein, der Philipp sitzt dieses Mal nicht neben mir, aber ich habe hier jemanden im Discord. Wer bist du denn? Ich bin der Lukas, man kennt mich, ne? Ich, ja. Ja, guten Tag. So, und zwar nehme ich hier gerade mit dem Lukas auf. Ich habe es ja mal öfters im... ...der mich mal angefragt hat, ob ich nicht mal Lust hätte aufzunehmen. Und ja, jetzt ist er hier gerade im Discord und der hat gerade aber noch Probleme mit seiner Welt hier in Minecraft und kann deswegen auch nicht aufnehmen, aber... Doch, doch, ich nehme jetzt auf, es funktioniert alles. Achso, du nimmst es auch auf? Ja, alles gut, alles gut. Ach, ich schneide das am Ende einfach irgendwie zusammen, das kriege ich hin. Achso, alles klar. So. So, Küche. Mein Ziel ist Küche. Wie immer. Was? Ja, wie in Real Life. Immer Ziel, morgens ach so, Küche. Achso. Ja, erstmal Küche. Nein, eigentlich muss ich morgens erst ins Bad, sonst drehe ich durch. So. Genau. Ich wollte im letzten Part hier diesen Berg ja mal wegmachen. Ich glaube, dann machen wir jetzt mal. Und ich hoffe, dass du nicht zu laut bist. Ansonsten muss ich dich hier gleich einmal bei mir selber ein bisschen was leiser drehen. Ich hoffe nur, dass ich nicht Probleme habe, das leiser... Warte mal, kann ich das? Ach, Menschenskinders. Ich kann das gar nicht leiser machen. Ach so. Moment. Wie lange machst du jetzt eigentlich schon YouTube? Ich habe am 25.05. Jubiläum. Da mache ich 2 Jahre YouTube. Mist, jetzt höre ich dich nicht mehr. Okay, also... So. Du warst gerade irgendwie weg. Ja, ich war weg. Ich habe mein Minecraft wieder Vollbild gemacht und da ruckelt sogar die Aufnahme. Ja, und ich höre dich nicht im Discord. Das ist... Ja gut, jetzt müsste aber alles passen von der Musik her. Ja, ich muss die Mod wieder reinpacken, dass ich raustappen kann. Die habe ich jetzt nicht drin. Naja. Nein, sag nochmal. Ich, wie gesagt, am 25.05. habe ich Jubiläum. Und, ich glaube, das ist ein Dienstag. Ach, ein Dienstag, sag ich schon. Ein Samstag. Da wird ganz normal gestreamt. Was heißt ganz normal? Ja, weil irgendwas... Das machst du seit 2 Jahren, ne? Jo, seit 2 Jahren. Durchgehend, ja. ohne irgendwie Ausnahme oder sonst irgendwas. Oh, das ist heftig. Na, das hier war jetzt nicht so heftig. So. Das mache ich dann seit 7 Jahren, aber nicht durchgehend. Ja, das habe ich mir als ganz großes Ziel gesetzt. Immer diesen bestimmten Rhythmus reinkriegen, den einhalten, damit sich die Community und die Zuschauer dran gewöhnen und... Das funktioniert ganz gut. Ist eigentlich gar nicht schlecht, Leute. Aber dank meiner Freundin habe ich jetzt einen Upload-Plan, an den ich mich halten wollte. Deswegen nehme ich auch heute auf, damit ich das jetzt gleich noch schnell schneiden kann für morgen. Dann wollte ich wahrscheinlich jetzt noch irgendwann die Tage, muss ich eigentlich noch Zelda aufnehmen, damit ich auch wieder so ein bisschen in den Rhythmus komme. Ich hoffe nur, dass das bei mir alles zeitlich klappt, weil schulmäßig ist das einfach, ist einfach schwierig. Was ist das denn hier, da zieht? Ja, ich habe schon festgestellt, die Schule, die ist, klar, die ist wichtig, ne? Hier Vorbild YouTube und so, wir müssen ja Vorbilder sein. Wir müssen da ja, wir können da ja nicht irgendwas labern, das ist ja, ne? Kleine Kinder und so, ne? Auf jeden Fall, ich merke, wie die Schule echt enorm viel Zeit kostet. Egal in welcher Form. Die Zeit, die man da ist, ich... Oder die Zeit, die man fürs Lernen braucht oder für Hausaufgaben oder
oder ja, egal. Es kostet einfach enorm viel Zeit und Kraft, meiner Meinung nach. Aber es ist halt nicht ganz unwichtig. Für jemanden wie dich ist es halt gar nicht unwichtig, ne? Du willst ja damit noch irgendwas erreichen. Aber ja, ich halt eigentlich, ja, so schlecht wie es klingt, halt eigentlich nicht. Ja, klingt jetzt doof, aber es ist halt eigentlich so. Ich habe meine Traumberufung gefunden. Das wissen alle hier auf dem Channel und das ist, ja, das will ich auch nicht leugnen. Ja, also ich möchte ja später auch in Richtung Video gehen, Videoproduktion, eigene Firma gründen und so weiter, aber das sind natürlich erstmal auch nur Traumvorstellungen und man muss halt erstmal gucken, ob das klappt. Ja, so geht's mir momentan auch. Das ist nicht sehr leicht, aber dadurch, dass wir halt auch viel Kontakt haben zu Personen, die auch medienmäßig unterwegs sind. Ach, die Ahnung haben. Ja, auch, ja. Also mein Bruder ist auch so ein bisschen in der Richtung. Ja, der würde dir doch immer gut helfen können. Ja, also der hat auch schon viele Kontakte und alles. Also, das ist doch super. Hätten wir vielleicht ein bisschen was Glück. Also Philipp und ich wollten tatsächlich so eine eigene Firma gründen. Das ist so eine Traumvorstellung von uns, die wir gerne versuchen wollen. Und ja, also wir sind auch relativ gut auf dem Weg, weil wir ja Videos produzieren mit Kamera und so weiter und so fort. Und wir wollen jetzt halt auch mal gucken, dass wir ein paar Kurzfilme weiterhin drehen. Ja, stimmt, die Tierfalle. Ja. Oh, stimmt. Ja, ich habe mir so eine Tierfalle irgendwann mal in irgendeiner Aufnahme aufgestellt. Ach so, ja, super. Und jetzt habe ich die wiedergefunden. Und das funktioniert. Nimmst du schon auf, oder? Natürlich. Klar. Du nicht? Achso, doch. Ja, ja, ich habe jetzt nur gedacht, wollte ich nur mal kurz Hallo sagen. Ach, alles gut. Nee, ich habe jetzt dieses Mal keine Anmoderation. Ist nicht so schlimm. Es ist eh immer dasselbe. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ist es immer dasselbe. Also, ja, gut. So, und eigentlich laber ich und quatsche ich jetzt den die ganze Zeit nur durch. Aber ich mache nichts Produktives. Ich wollte eigentlich. Oh Gott, das mit Minecraft, das war auch so ein riesen Hin und Her mit dem Server. Für alle Zuschauer jetzt, es geht ja tatsächlich auch deine Zuschauer jetzt etwas an, weil das war ja ursprünglich auch geplant, dass wir uns zusammentun und einen Server gründen. Jeder hat seine eigene Welt, die Mods sollten funktionieren, aber es ist ja leider so, ich habe den Server zwar mieten können, die Mods haben irgendwann funktioniert, ich konnte meine Let's Play Welt importieren, aber keine Plugins installieren. Und ohne Plugins kann ich Philipps Welt nicht importieren, er müsste neu anfangen, das ist für uns keine Option und ich würde es auch an seiner Stelle nicht machen. Das ist halt, das ist einfach doof. Ja, das ist halt einfach. Da gibt's keinen Hin und Her, das funktioniert nicht. Und wenn ihr da irgendeine Mod kennt, die Welten hinzufügt, und zwar nicht so wie Mooscraft, sondern dass man wirklich wie das Plugin Multiverse Core Welten hinzufügen kann. Das wäre, wenn ihr uns das sagen könntet, das wäre so super, weil mir sind momentan echt die Hände gebunden. Ich bin mittlerweile bei einem Punkt, wo ich sage, es ist Stand jetzt nicht möglich. Und das ist halt richtig schade. Ich meine, mit viel hin und her könnte man auch unsere beiden Welten hier so ein bisschen erkunden, sag ich mal. Und das, was für uns wichtig ist für die Let's Play-Welt, könnte man tatsächlich, ich sag mal, rausschneiden. Wir erstellen eine gemeinsame Welt und fügen das dann da so mit World Edit ein. Aber ganz ehrlich, das ist dann auch so ein bisschen geschummelt und das ist dann auch doof. Dann ist die Welt anders. Der ganze Seed wird zerstört und das ist halt einfach doof. Ja. So bleiben wir lieber jeder auf seiner Welt, so hatten wir es eigentlich auch ursprünglich vor. Ursprünglich war es ja auch so geplant, ein bisschen quatscht. Ja, für den Anfang tatsächlich ja. Dann dachte ich mir irgendwann wird der Zeitpunkt da sein, wo man sich denkt, ja, man will auch mal sich in-game irgendwie besuchen können oder gemeinsam an irgendwelchen Bauprojekten arbeiten können. Das geht halt so mit zwei Welten nicht. Ja. Aber da müssen wir dann gucken, ob wir dann wirklich nochmal nach keine Ahnung wie vielen Folgen mal wirklich eine gemeinsame Welt anfangen. Weil mit diesen beiden Welten wird es nicht möglich sein. Wir müssen gucken. Ja. Also für die Leute, die jetzt fragen, ob Philipp abgesetzt ist, nein. Keine Sorge, also... Ja, ich ersetze jetzt Philipp, herzlich willkommen. Ja. Der ist jetzt raus. Ich bin auch schon bei ihm eingezogen, der ist raus. Bitte was? Ich bin schon eingezogen bei dir, ne? Der... Achso, ja genau, ja, Philipp ist als Nachbar, der ist schon weg. Ja, der ist einfach, ich kam einfach an und der ist direkt gegangen.
Genau, der ist, ja, der ist schon raus. Nein, der macht nur bei anderen Projekten mit. Bei Minecraft hat er jetzt... Macht er eigentlich nur bei Star Wars mit, so bei PvP-Projekten und so. Da wird er auch auf jeden Fall wieder... Ach, da macht er was? Kommen. Ja, ja. Also wir, nein, nein, also kein YouTube, aber so, wir okay. zusammen immer. Und wir haben auch schon eine neue Skywars-Staffel in Sicht. Also wir wollen wieder eine neue machen. Wir üben auch sehr fleißig. Oh, okay. Ja, ja, ja. Skywars oder Skyblock? Skywars. Ah, okay, okay. Ja, Skywars ist, ja, ist ganz schön. Auf welchem Server oder macht ihr das so, wie darf ich das verstehen? Das auf The Hive. Ach, The Hive haben sie. Ja, ja, da habe ich damals auch gespielt. Ja. Ein richtig nicer Server. Ist schön, ja, ist ein englischer Server. Da wollen wir jetzt wieder ein bisschen mehr in die Minecraft-PvP-Richtung auch gehen, nochmal ein bisschen was darum probieren, weil Fortnite und so ist zwar ganz lustig, aber wir brauchen nochmal wieder ein bisschen Abwechslung. Ja, man braucht nochmal wieder was Neues. Ja. Also ich finde, Fortnite trainiert aber auch so ein bisschen so diese Fähigkeiten, also so dieses schnelle Reagieren und alles. Ja, das ist für Skywars halt eigentlich perfekt, also von daher ja. ist das eine gute ja, Vorübung. Ja, auf deswegen, jeden Fall. Wir haben gesagt, wir machen dann beides nochmal so ein bisschen zum Trainieren. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht und vor allem, wie das dann am Ende halt wird. So, ich klatsche mir hier noch den Boden weg. Oh, yeah. Ich baue hier gerade. So. Was baust du gerade? Ich baue gerade, ich wollte so einen geheimen, ich sag mal, ja, Keller ist es eigentlich schon. Aber im Wohnzimmer, ich habe quasi im Wohnzimmer, der unterirdisch, also das Wohnzimmer liegt unterirdisch und da wollte ich so eine Art, so eine Bücherwand hinstellen. Ach geil, ja, ja, und ja. Und da ja. dann halt eine geheime Tür, so ein geheimen Enchantment-Raum, so ein Raum, der, wo man seine Sachen verzaubern kann, so ein bisschen mystisch, so ein bisschen geheim. Mhm. Und dahinter dann einfach voll die große Bibliothek. Nein, und da muss man dann halt mal gucken. Aber ich weiß halt noch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin jetzt, ich muss jetzt einfach mal was loswerden. Der Philipp hat mich jetzt so richtig in die Aufnahme geschmissen. Ich wollte eigentlich jetzt in 20 Minuten streamen. Weil es ist Freitag, ich dachte mir, Platte ist noch nicht ganz leer. Für einen richtigen Stream wollte ich noch ein bisschen die Platte leerer haben, damit da kein spontaner Abbruch ja, stattfindet. Ja, ja. ja. Und dann lese ich... Dank mir hast du es jetzt? Nee, und dann habe ich erstmal... Dann jetzt kommt's. Und dann habe ich erstmal gelesen, Freitag, du musst ja streamen. Weil Freitags ist streamt, ja, Freitags... Freitags ist Streamtag, so was hier raus wird, weiß ich auch nicht. Ich muss mal überlegen, ich muss auch nochmal mit meiner in Anführungszeichen Managerin, also mit meiner Freundin bequatschen, weil die hat mir jetzt auch eine Website und so alles erstellt. Richtig cool. Ach. Sieht man übrigens unten in der Videobeschreibung, kann man cool. jetzt draufklicken. Wie ist die aufgebaut? Auch so mit Videoverlinkung zu YouTube? So ja, cool. Ja, ja. Mit? Aber also jetzt nicht eine eigene Website, sondern über den Webseitenersteller Wix. Ja, dachte ich mir. Wix. Aber echt cool, also sieht richtig professionell aus. Ich kann dir den Link gleich mal schicken. Ja. Also sieht sehr, sehr professionell aus und ich finde, das hat sie verdammt gut gemacht. Macht die sowas? Macht die sowas öfters? Oder? Nee, eigentlich nicht. Das war das erste Mal. Ach, okay, cool. Ja, sie hat sich einfach mal so gedacht, so, jo. Weil ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, aber meinte sie so, ja, gib mir mal so ein paar Daten von dir und YouTube-mäßig und tralala und hopsasa. Und dann habe ich ihr das nochmal alles so beschrieben und dann hat sie gestern mir eine Überraschung gemacht und einfach diese Webseite da für mich angefertigt. Cool. Ja, ist so schön. Sehr lieb. Da steht dann auch der Uploadplan und alles drin. Jetzt muss ich mich halt dran halten. Ja, musst du machen. Ich sagte, ich kann es dir nur so oft sagen, ich kann es dir nur so oft merken, wie ich merke, dass ich davon profitiere. Ich weiß ja nicht, ob das Deutsch war, aber. Ja. Die Vorproduktion, die Macht der Vorproduktion, Videos im Voraus zu haben und nichts machen zu müssen, ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ja, ich weiß. Ich kann mich auf der Schulzeit, also in der Schulzeit auf die Schule konzentrieren. Ich kann mich in den Ferien, muss ich mich auch nicht so wirklich drum kümmern. Ne, das ist einfach gut. Aber klar, also man muss erstmal die Zeit haben zum Vorproduzieren, ja. Ja, eben. Ich muss mal mit ihr bequatschen, ob ich die Streams nicht anders verlege, weil ich habe montags und mittwochs ein. Ansonsten würde ich ja nochmal fragen, ob ich am Wochenende streamen darf, ob sie mir das erlaubt. musst du mit deiner Managerin klären. Ja, 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 ja. Und zur Not komme ich mal vorbei. Am Wochenende finde ich gemütlicher. Wobei, ja. Montags ist halt tatsächlich immer so, da kann ich dann halt einfach mal irgendwie so ein bisschen Just Cause streamen oder so, weil das ist ja ein Live-Let's Play und dann geht das schnell und dann hast du das und dann ist fertig.
So am Wochenende würde ich dann halt gerne so länger streamen, aber ich glaube, die Wochenendstreams, die haben wir sogar mit eingerechnet. Die sind, ja doch, ich glaube, die sind sogar mit drin, aber die sind halt eher spontan. Stimmt. Ich bin heute nur spontan, das ist, naja. Ja, ich merk's. Ja. Also du kannst auch gerne streamen, ne, wenn du jetzt streamen willst. Irgendwie. Nö, wir nehmen jetzt so lange auf, wie du Zeit hast. Ich bin froh, dass wir überhaupt mal aufnehmen und dann so spontan. Ja, das stimmt. Mich heute Nacht jemand wach gemacht um 5, ja, du nimmst heute das erste Mal mit Philipp auf. Hätte ich nicht geglaubt. Kein Stück. Überhaupt nicht. Wäre mir im Traum nicht eingefallen. Ich meine, ist schön, um Gottes Willen, ne? Weil du hast mich jetzt schon mehrmals gefragt und so und ich hatte voll das schlechte Gewissen. Brauchst du gar nicht. Ich weiß, du hast es nicht einfach und du hast einen strengen Zeitplan, ne? Deine Managerin und so. Ja. Nein, die hat damit ja jetzt wenig zu tun. Aber ich weiß, ich hab's in den letzten paar Wochen bei mir selbst gemerkt. Wir hatten jetzt 13 Wochen Schule von den Winterferien zu den Osterferien und eine Woche gab es mit 2, 3 Feiertagen und ansonsten durchgehend Schule und das hat mich fertig gemacht. Ich war fertig, ja, mit den Nerven. Ist, also wir haben auch bei uns, das ist, ich konnte nicht mehr. Also viele denken ja, das ist so ein bisschen so, ja, das ist ja leicht, Abitur und hab's das ja, ne, und das ist ja, auch leichter ja geworden und so, ja, ist es. Nee, Abitur könnte vielleicht, ich. Nee, aber... Ja, was? Na, ich sag Abitur kann ich nicht, was mache ich? Fachabi. Mein Gott, ich bin echt ein bisschen durch. Also Abitur ist schon nicht leicht und vor allem, wir haben halt die Klausurphasen, die sind halt so knapp, die sind halt so knapp. Ja, wir wurden jetzt auch zugebumst und mit Arbeiten zum Beispiel, ne. Es ist, ja... Also ich habe ja auch eine Facharbeit geschrieben und alles und die hat mich auch über Monate gezogen. Über Monate und das kann ich bestätigen. Also ich musste wirklich auch so, also nachts und so habe ich alles so durchgeschrieben und so. Ich musste den Film Venom analysieren. Sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das war einer mit der geilsten... Oha. Okay, da ist einfach mal irgendwas zugeknallt. Über. Nee, eine Türe bei mir hier. Ach so. Ja. Das war einer mit der geilsten, das war ja eine Klausur quasi, ne? Also das hat ja eine Klausur ersetzt. Das war okay. Einer mit der geilsten Arbeiten, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Das hat so viel Spaß gemacht. Also sowas würde ich gerne nochmal öfters machen. Aber es kostet halt enorm viel Zeit, ne? Ja, aber dann hast du halt die Zeit und kannst dich so in aller Ruhe einlesen und so. Und dann haust du da so eine richtig krasse Facharbeit raus. Ich habe auch eine 1- dafür bekommen. Also das ist natürlich, ja, das ist, kann man, ne? Also das ist schon... Kann man sehen lassen, ja. Das ist schon nice. Das ist schon richtig nice. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen, wenn du mal irgendwie eine Facharbeit schreiben musst. Ich glaube, das müssen wir, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Es kann sein. Oder ihr habt irgendwie die Möglichkeit, eine Facharbeit zu schreiben, dann macht das. Ja, wenn man sich, ja, man muss es natürlich, ich sag mal, richtig angehen, ne? Im Vorfeld direkt dran. Oh, hier ist noch Zuckerrohr. Direkt dran sitzen. Das habe ich nicht gemacht. Ja, so wie ich mich kenne, werde ich es auch nicht machen. Vorher angefangen oder drei. Bei mir wäre es nicht anders, glaubst mir. Wenn ich sage, oder wenn ich gesagt bekomme, ja, ihr dürft eine Facharbeit machen, ne? Und ich hab dann voll die große Fresse, ja, ich fange direkt an, dann bin ich fertig, zwei Wochen später habe ich immer noch nichts gemacht. Ne? Obwohl ich, ne, und die Sache ist nicht die, ich vergesse es oder, keine Ahnung, irgendwo vergisst man es dann schon mal und dann, ja, und dann, keine ja, man Ahnung. Man verdrängt es einfach. Ja, man verdrängt es, dann erinnert man sich, hat eigentlich noch genug Zeit und dann denkt man sich, ja, komm, wenn ich jetzt die erste Woche nichts gemacht habe, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man das 5 Wochen durchgehend macht. Das ist einfach, ne, und dann denkt man irgendwann wieder nicht dran. Dann realisiert man, scheiße, muss ja das noch machen. Und ja, dann ist der Zeitdruck da, dann wird's schlecht und dann hast du verkackt. Genau. Also bei mir war das so, ich habe halt tatsächlich auch ein paar Monate vorher schon, also als ich das Thema genannt bekommen habe, ich habe den Film geguckt und ich habe mich ja generell, also ich sollte den Film auf Symbiose und Parasitismus untersuchen. Um Himmels Willen. Das war echt cool. Also ich musste halt untersuchen, ob Venom ein Symbiont ist oder halt ein Parasit. Ich verstehe nur Bahnhof. Du kennst Venom, oder? Nee, sagt mir gar nichts. Marvel? Also hier den... Ach, Marvel? Ja, Marvel sagt mir was, aber so an sich, nee, das sagt mir gar nichts. Den schwarzen Spider-Man? Ach, du meine Güte, sowas gibt es? Ich bin nicht vom Fach. Auch dann sollte man halt herausfinden, ob Parasit oder... Ah, okay, interessante Frage. Das ist halt ein Alien. Venom und braucht halt einen Wirten, um zu überleben. Cool, so.
dass man das so mit Actionfilmen so verbindet, so eine Facharbeit. Ja, 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 cool. Das durfte ich machen. Philipp hat seine Facharbeit über Fortnite geschrieben. Ach was. Ja, also seine Hausarbeit jetzt im Studium. Cool. Über Fortnite und Hunger Games, also wo die Vergleiche sind und so. Ja, ja, krass. Cool. Ja, das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Was heißt lustig? Sehr, sehr spannend vor. Ja, ja? Das ist schon nice. Das macht schon echt Spaß. Vor allem, wenn es dann auch am Ende wirklich so rüberbringen kannst. Das ist nicht irgend so ein 12-jähriges Spiel, was jeder zockt, sag ich mal, für diese 12-jährigen kleinen Kiddies, ne? Ja. Sondern das am Ende das wirklich halt so präsentieren kann, das kann Spaß machen und so und dies und das, ne? Ja, 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 das ist schon richtig. Das ist krass. Die wahre Kunst dahinter. Ich fand auch, ich habe mir ja auch seine Hausarbeit durchgelesen, die ist richtig krass geworden. Also wirklich. Hätte ich niemals gedacht, aber die ist echt richtig cool geworden. Tja. Naja, und dann sollte ich halt untersuchen, ob Parasit oder Symbiont, also ob der halt in Symbiose lebt oder. Ne? Hm, ja, okay. Ich glaub, sowas sagt dir was, ne? Symbiose? Nee, das sagt mir leider gar nichts. Pilze. Pilze zum Beispiel leben in Symbiose Pilze. Mit dem Baum. Ah, okay. Also die bringen dem Nährstoffe und der Baum dafür bringt dem Pilz dann zum Beispiel. Oh, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Der Pilz gibt dem Baum zum Beispiel Zucker und Nährstoffe und der Baum, glaube ich, Sauerstoff oder sowas. Ja. Also das heißt, dass die beiden halt zusammen in einer Kooperation leben. Also beide sind voneinander abhängig. Abhängig, ja, ja. Das okay. ist die Symbiose. Und beim Parasiten ist es so, dass der Parasit dich einfach nur ausnutzt. Ja, gut, das ist ja... Also, ja. ne, weißt du, ne? Ja, ja. Bei einer Zecke. Ja, wow. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, um Himmels Willen. Einfach nur so geil, Blut. Ja, ist und die das, Zecke, das man muss ja sagen, es hat ja doch schon, es ist ja diese Symbiose und diese Parasiten, das ist schon eine Ähnlichkeit, weil die das Zecke ist, ja, genau, ja, die ja, Zecke ist ja auch abhängig von dem Blut, nur zum genau, Überleben. Korrekt. Für sie selbst würde sie denken, das ist doch was ganz Normales für mich, würde die Zecke jetzt ja, denken, richtig. Ne? Aber wir uns, ne? Ja, was heißt. Ja, genau, uns schadet das für die Zecke halt nicht. Aber ja, das ist ja, aber was heißt Schaden? So ein Zeckenstich, das geht halt auch wieder weg, ne? So ist es jetzt nicht. Ja, ne? Kommt drauf an, ne? Zecken können ja auch Krankheiten übertragen. Ja, das hatten wir mal in Bio. Wir hatten besprochen wegen AIDS, wegen HIV. Und ja. Da hat uns unsere Lehrerin gefragt: Ja, wie ist das denn mit Mücken? Wenn die Mücke jemanden sticht, der HIV-positiv hat und dann jemand anderen sticht. Wir haben uns gar nicht darum gekümmert, was da mit dem anderen ist. Wir rufen rein. Ja, die Mücke hat AIDS. Das war schon richtig lustig. Leon und ich mussten uns richtig Schrott lachen. Das war richtig schön. Ja, aber das ist natürlich auch eine Frage, ne? Jetzt nein, die Mücke, glaube ich, selber hat keinen AIDS. Nein, die Mücke nicht. Die hat es in sich, dieses übertragen. Nee. Kann sie nicht? Ich meine nicht. Weil, ja, AIDS ist doch allgemein nur durch Geschlechtsverkehr übertragbar. Ach, stimmt ja. Ach Gott, ich bin so dumm. Ich meine? Ja. Klar, über die Schleimhäute. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, obwohl, es gelangt ja dann direkt ins Blut, ne? Ja, das ist halt genau das, ist ja gerade das, was das ich ist, denke. Ja, stimmt. Nee, du hast recht. Weil ich glaube, das ist auch über... Ist es über... Ach Gott. Nee, aber ich meine, uns Angst, wurde immer gesagt... Ich habe immer Angst bei dem Thema AIDS, weil AIDS ist immer so ein... Der eine sagt, ja, es geht nur über Schleimhäute, der andere sagt, nein, das ist auch über Blut verteilbar, dann sagt der andere, Ja, ja. Ja hier aber das ist ja bei allen Themen so. Das ist ja jetzt nicht nur so bei AIDS, ja, oder? Ja, das stimmt. Aber ich finde halt, AIDS ist so ein schwieriges Thema so in Bio, wo man sich dann so fragt, so, ja, wie ist denn das jetzt? Auf was muss man denn achten und so? Also wir hatten in dem Unterricht, eine Stunde vorher, eine Stunde später, Bio-Unterricht, eine Dokumentation gesehen, das Leben eines AIDS-Erkrankten und... Wie er das erzählt hatte, der ist eigentlich ein ganz normaler Mensch. Er muss nichts aufpassen, er darf auch hier aus jedem Glas trinken und jeder andere darf auch dran rumnuckeln, sag ich mal so. Das überträgt kein AIDS, ne? Das Einzige, was man wirklich beachten muss, ist der Geschlechtsverkehr. Und da gibt's einfache Verhütungsmittel für. Dann ist es ja eindeutig die Schleimhäute. Ja, ja. Also der hat wirklich gesagt, der ist ein ganz normaler Mensch, der lebt ein ganz normales Leben, wie als wäre er nicht AIDS erkrankt. Nur das Einzige ist halt beim Geschlechtsverkehr, da musst du halt aufpassen, ne? Aber ansonsten lebst du ein normales Leben. Es ist nicht so, wie wenn du, wie nennt man das denn? Herpes hast, ne? Da hast du ja zum Beispiel, das ist ja stark übertragbar, wenn du aus demselben Glas trinkst wie die andere, ne? Das ist halt bei AIDS gar nicht so. Das ist, ne? Ach ja, stimmt. Oh Gott, Leute.
Oh Gott, wenn ich... Oh mein Gott, wenn ich das Video jetzt hier hochlade, ey. Was die denn? Denken sich auch nur, ja, die denken sich auch nur so, wie dumm ich bin. Ich hab mich... Bei deiner Facharbeit habe ich mich gerade voll dumm gefühlt, weil ich sowas wahrscheinlich... Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, in deinen Kommentaren steht dann erstmal, wir nimmst du denn auf? Ihr voll dummer Sack oder was weiß ich. Alter, oh Gott, ich habe das ja voll vergessen. Ja, ja. Ich habe immer so, also AIDS finde ich immer so ein ganz schwieriges Thema, weil ich dann halt immer so denke, wie ist denn das jetzt übertragbar? Wusstest du, was ich übrigens sehr, sehr, sehr rassistisch finde, beziehungsweise diskriminierend? Was denn? Dass Homosexuelle, ja. Also wir sprechen jetzt von den Männern, die Männern lieben, okay, ja, ja. Kein Blut spenden dürfen. Was, dürfen die nicht? Nein. Wegen Ansteckungsgefahr, wegen HIV. Ja, warum? Es kann auch... Hä? Das ist Nonsens. Warte mal, jetzt bin ich mal gerade verwirrt. Ja, das ist doch wenn Nonsens. Wenn es doch nicht über Blut übertragbar ist, warum dürfen sie denn dann... Hä? Ja, ja, das erstens raus. Das. Du hast recht, erstens das. Und zweitens, es gibt auch Hetero-Menschen, die AIDS erkrankt sein können und das genauso übertragen richtig. Können. Das ist ja Quatsch. In Deutschland? Vollkommener Nonsens, ne? In Deutschland, ja. Was? Oh Gott! Ja. Okay, andere Frage. In welchem, ich sag mal, in welchem Bereich, in welchem Bezug muss man denn schriftlich festhalten, was man jetzt letztendlich ist? Hetero, homosexuell, bi? Ja, das ist eine gute Frage. Das fragt man ja nie. Und selbst wenn, das kann sich ja rein theoretisch ja jederzeit ändern. Eben, und ob es dann der Wahrheit entspricht. Ja, ja. Jeder hat den HIV-Virus. Ja, ja, erstens, ja. Und vor allem, wenn man dann sagt, ja, ich bin jetzt nicht mehr homosexuell, das kann ja alles gelogen sein. Das kann ja niemand nachweisen. Nee, eben. Der kann alle 5 Jahre wechseln zwischen hetero und ich sag mal. Ja, genau, das ist ja bi. Ja, das ist ja dann. Ja, und dann kommt am Ende raus, der ist bi. Und dann gucken nämlich alle dumm aus der Wäsche. Das kann ja niemand schriftlich so festhalten und bezeugen. Nee, eben. Und vor allem, dann schläft die Frau jetzt mit dem quasi, ja, ja. Der dann HIV hat, steckt sich dann auch an, aber die ist ja eigentlich hetero. Ja, ja. Das ist ja totaler Nonsens. Ja, das ist einfach, ja eben. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber das ist tatsächlich hier in Deutschland so. Seit wann denn? Schon immer. Okay. Ja, habe ich letztens noch nachgelesen, das ist richtig krass. Hätte ich echt niemals gedacht. Wusste ich gar nicht. Also das hätte ich echt niemals gedacht. Und dabei sind wir ja eigentlich so ein... Ja, ja. Ja, Artikel 13. Ja. Ja. Aber es ist... Wir sind ja eigentlich immer so tolerant und alles. Ja, Demokratie und whatever, ja. Naja. Das ist ja so eine Sache, ne? Ja, Demokratie ist... Das geht momentan meiner Meinung nach ganz schön zugrunde. Allein durch Artikel 13. Wenn das durchkommt, dann ist... Ich finde halt so generell... Also ich stehe ja so... Was heißt neutral? Also ich bin natürlich auch so teils dagegen, wobei ich dann halt auch sage, okay, Urheberrechte müssen auf jeden Fall geschützt werden. Definitiv. Ja. Weil sonst kann ja jeder machen, was er will. Das ist ja auch nicht richtig. Das stimmt eben, schon. Ne? Aber es gibt andere Wege. Ja, auch urheberrechtlich geschützt von dir. Ja, ja. Es gibt andere Wege, weil diese Upload-Filter sind einfach nicht möglich. Ja. Wir haben auch selber bei uns in Informatik reden wir jetzt darüber. Ah, okay. Und der meinte auch, also das ist einfach nicht möglich. Ja, und überleg mal, wenn das wirklich Leute sagen, die das studiert haben und schon seit Jahrzehnten damit arbeiten und die sagen, es ist nicht möglich, dann ist es nicht möglich. Nee, eben. Aber die Politiker verstehen das ja nicht. Aber gut. Nee, das ist ja einfach so... Das ist denen egal. Ja, das ist denen egal. Ach ja, deswegen Leute, geht wählen. Ja, bitte. Ich meine, ich kann es noch nicht, aber... Ich darf dieses Jahr das erste Mal. Oh. Ich freue mich. Ja. Können viele auch nicht verstehen, warum man sich freut, dass man wählen darf. Kapiere ich nicht. Also, ich finde das irgendwie total wichtig. Ja gut, das sind dann meistens Menschen, die sich allgemein nicht für die Politik interessieren. Und da gehöre ich teilweise auch zu. Es sei denn, es betrifft sowas wie jetzt Artikel 13. Da würde ich meinen Hintern auch bewegen. Also man muss sich ja jetzt nicht für alle Themen so besonders interessieren. Das aber geht man sollte auch halt nicht. Ein bisschen wissen, so was gerade so abgeht und so. Da, 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 da. Ja, ich weiß, was du meinst. Hä, wo habe ich denn jetzt den hellgrünen Stein her? Was ist denn... Warte mal. So. Hey, grüner Stein. Steht doch da. Achso, ist voll. Voll und stinkt. Sieht das gut aus? Ich weiß gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich was ganz, ganz anderes machen. Jetzt hebe ich hier diesen blöden Berg aus, weil ich da irgendwann mal was bauen wollte. Scheiße aus. Menschenskinders. Ja, ja, ja. Gottes Willen, das ist...
das sieht ja mal mega scheiße aus, was ich hier mache. Ja, das ist, wenn ich so, das ist, wenn ich so ganz spontan in eine Aufnahme gehe. Da habe ich mich nie vorbereitet. Ach, du bereitest dich auch vor und so alles? Machst ja, es geht. Also ich gehe zumindest in die Aufnahme mit dem Gedanken, was ich machen will. Ach so, ja, ja, kenne ich. Das habe ich jetzt halt gerade gar nicht. Ich gehe tatsächlich spontan in die Aufnahmen und viele haben mir einfach gesagt, Alter, mach dir mal ein paar Stichpunkte. Und ich muss sagen, ich glaube, das werde ich mal ausprobieren. Einfach mal so ein bisschen was planen, damit man hier nicht einfach so planlos rumläuft. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ach, guck mal, hier habe ich das ganz... Ah, guck mal. Ich mache jetzt was Sinnvolles. Ach Gott, ey. Ja, Mensch, macht auf jeden Fall Spaß mit dir, so ein bisschen zu... Ja, es ist schön, so mit Themen und so. Ich finde das super. Ich mag das. Das macht richtig Spaß. Und das interessiert die Zuschauer auch mehr. Ich sag ja, schon als ich mich damals mit dem Cedric LPlay zusammengetan habe, was jetzt mittlerweile nicht mehr so der Fall ist, meine Community wird sich da so ein bisschen dran erinnern. Grüße gehen raus übrigens an meinen Cedric, falls er das hier gerade guckt. Ne, als ich mich mit dem zusammengetan habe, war der Grundgedanke, dass die Leute heutzutage immer mehr Videos feiern oder gerne gucken, die mit irgendjemand anders zusammen stattfinden. Ne? Weil da gibt's Themen, Unterhaltung, Witze, lustige, ach so, ja, ne? Ja, ja, und stimmt. So. Alleine da, wenn du da alleine einen Witz bringst, ne, da lacht niemand drüber, sag ich mal, ne? Oder so ein bisschen auch so, ja, diskutieren, so wie wir jetzt Politik, ne? Das kannst du halt alleine halt schlecht, das, ne? Wobei ich halt, ich find's halt immer schwierig, so politische Themen so reinzubringen, weil man muss halt immer aufpassen. Man, ja, muss halt immer aufpassen, was man sagt. Also man kann halt auch vieles Falsches sagen, ne? Ja, klar. Aber gut, ich finde, solange es die eigene Meinung ist, ist das ja auch... Ja, ja, ne? Meinungsfreiheit. Liebe Leute, vergesst ja das nicht, Meinungsfreiheit, ne? Noch. Ja, wohl, das mit der Meinungsfreiheit ist auch so eine Sache, ne? Ey, du, ja, Schwarzer, ja, verpiss dich! Das ist nicht Rassismus, das ist meine Meinung! Ne, das, ja, das, ja, ist ja, das ist ja dann, was ist dann wieder Meinungsfreiheit, ne? Ist das jetzt, ja, Rassismus? Ist das jetzt Meinungsfreiheit? Hm? Ab wann fängt das an und, ja, wann hört's auf? Ja, ja, genau. Also okay, gut, das ist jetzt eindeutig Rassismus. Ja, ja, ne, natürlich, aber vom Gesetz, ja, sagt man jetzt, ne? Wenn man, ja, nicht nachweisen... Ja, vom Gesetz her würde der jetzt sagen, hey, wieso darf ich das nicht? Das ist doch Meinungsfreiheit. Ja, 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 ja. Ja. Ja, wobei dann ja wieder Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da muss man, ja, ja, das stimmt, ja, stimmt. Ach Gott, das ist immer alles so... Ja, so eine Sache. Kann man, das Gericht, weißt du, das kann ja auch nicht wirklich so für die Straftat... Du kannst ja nicht wirklich genauso für diese Straftat, die du gemacht hast, angezeigt werden. Du wirst ja irgendwie immer so, das ist ja immer so eine Unterklausel. Okay. Also, ne, hier, keine Ahnung, du hast ihn umgebracht, nein, du hast ihn nicht getötet, sondern das war Totschlag. So. Da gibt es einen Unterschied? Ja. Okay. Totschlag, ja, ist zum Beispiel, also wenn du jemanden... Mord ist nur, wenn du was geplant hast. Ah, okay. Ach du meine Güte, okay. Also wenn du den Typen aus Versehen umbringst. Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Verteidigung, also, zum Beispiel. Du, ja, kann ja alles sein. Zum Beispiel, ja. Oder du streitest dich mit jemandem und du hast gerade so eine Wut und haust ihm jetzt eine Flasche auf den Kopf. Ja, ja. Dann wirst du vor Gericht wegen Totschlag angezeigt. Okay. Beziehungsweise verurteilt. Und nicht wegen Mord. Ja gut, das ist dann nochmal was anderes, ja. Aber ich habe schon gehört, das gibt es, ja, was heißt öfters? Nee, öfters nicht, aber sowas kann tatsächlich passieren. So eine, ich sag mal, so eine hilflose Frau wird, ne, betrunkener Mann, total aggressiv, ne, wehrt, ja, ja, sich eben mit der Flasche auf den Kopf, wird nicht nur ohnmächtig, sondern stirbt tatsächlich dabei, ne. Ja. Kann ja, ja, alles passieren, ne. Eben. Ja, ja, kann, ne? Das ist so. So, warte mal, ich muss jetzt mal gerade gucken. Ich wollte nämlich hier so eine kleine Verbindung. So, jetzt habe ich hier nochmal so eine extra Truhe. Och Mensch, ich mache in dieser Aufnahme gar nichts Produktives. Ob ich denn jetzt mal Zuckerrohr? Das passiert mir, ja, auch, ich habe wirklich Aufnahmen von Minecraft. Da laufe ich rum und quatsche. Es gibt zwar schöne Themen und viel und was heißt, ja, vieles, ja, genau, und genau, schönes zu sehen, aber so richtig produktiv war man auch nicht. Ja, ja. Boah. So, warte mal, dann habe ich hier zu den Kiesbord diesen Scheiß. Wo habe ich denn jetzt den Zuckerrohr? Boah, das sieht so kacke aus. Bin ich jetzt blind? Hä? Ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen langweilig aus. Vielleicht müsste ich da hier so mal ein paar Löcher mit rein. Wie Gong das tatsächlich gemacht hat. Ich fand so sein Design immer von diesen Kieslegen mal so. Oh ja, Gravel. Gravel, ja, ja. Ja. Gravel.
Ja, Gravel. Ja, so heißt es ja im Englischen. Ja, ich weiß, hier habe ich den. Nee, habe ich nicht. Wo habe ich meinen Zuckerrohr hingetan? So ein paar Unterbrechungen mit reinbringen, dass das so ein bisschen älter aussieht. Ich finde, das hat er immer ganz cool hinbekommen. Ja, ja. Orientiere ich mich heute noch ganz gerne dran. Ja, ja, ich, so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, wo ich den Zuckerrohr hingepackt habe. Ich glaube, ich bin blind. Ich. Hoppala. Ich habe doch vorhin noch Zuckerrohr gesammelt. Da oben. So. Warte mal. Mein Gott, das sah aus wie Zucchini. 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 So, Schaufel. Ich wollte mir eine Schaufel machen. Ich wollte mir eine Schaufel. Hast du mittlerweile eine Musikplaylist? Nee, hab ich noch nicht. Na. Muss ich noch machen. Ey, ich schaff das nicht. Einmal mit Profis. Nein, wie gesagt, da braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe und ja, dann läuft das. Ja, ja. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal richtig schön viel Erde. Stein, machen wir Stein, haben wir Stein, Stein. Stein! Stein! Ich, Stein, warte mal, wie kann man denn jetzt nochmal. Ah, so, Stein, okay. Stein. Stein. Geil. So, irgendwie unrealistisch, aber naja. Kann man Holz. Holz! Ich schon mein Holz. Warte mal noch, warte mal. Zeugs, ist da zufälligerweise Knochen drinne? Monster ich Pro muss gleich mal eben. Hier, warte mal, ich hab doch hier Discord auf dem Handy. Ich bin noch Profi. So, was? Warum schickt die. Was? Ah, oh, wir haben Kohle natürlich nochmal besinnen, oder? Schickt die mir. Ich muss auf jeden Fall im nächsten Part, oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt sogar. Schon oh Gott, mir hat gerade eine Klassenkamerad ein altes Kinderfoto von mir geschickt. Woher hat die das? Oh Gott. Da sind meine Eltern mit drauf. Hä? Jetzt bin ich total. Oh Gott. Ja, nee, ich kenne das Foto gar nicht. Woher hat die das? Das sind Klassenkameraden von mir. Ich bin ein bisschen verwirrt. Egal. Muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Bin definitiv heute aber auch echt kaputt. Also das war echt eine richtig ekelhafte und stressige Woche bei mir. Ich, diese Woche? Nee, diese Woche, nee, sind doch Ferien. Ja, trotzdem. Was, trotzdem? Oh Gott. Ja, 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 ja. Ne? Wir hatten ja einen Todesfall, da mussten wir jetzt, ach ja, mussten wir jetzt ja planen. War auf jeden Fall sehr angenehm. Hat Ewigkeiten gebraucht. Ach ja. Aber so ist das, ne? Man kann ja den Tod nicht aufhalten. Nein, das ist, ey, ich hab mir schon im Vorfeld gesagt, egal ob Uroma oder Oma, irgendwann verstirbt, ich werde eine Woche heulen. Ich kann eine Woche nicht in die Schule gehen, ich werde eine Woche durchheulen. Ohne Schlafen, ohne Essen, ohne irgendwas. Bis ich das, ja, das verkrafte, ist schon, das dauert eine Ewigkeit. Das ist nicht leicht. Vor allem, wenn man mit der Person halt noch eine Woche vorher geredet hat und alles. Ja, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Und zwar bei meinem Opa, der ist in der Auferstehungsnacht ja verstorben. In der was? In der Auferstehungsnacht, Ostern. Nee, echt jetzt? Ja. Also jetzt quasi schon fast vor einem Jahr? Nee, dann. Zwei Jahre, drei Jahre. Er hatte jetzt vor drei Jahre. Mein Cousin ist drei Jahre alt. Ja, da war es wirklich, er kommt, er geht, ne? Er ist verstorben und mein Cousin ist drei Tage später geboren. Ach, das ist ja. Oh, das ist krass. Ja, also da war es wirklich, er kommt, er geht. Das war wirklich. Und ich hab dem, am Morgen war ich zufällig bei meiner Oma und da habe ich dem noch die Zeitung aus dem Briefkasten geholt, ne? Und da war er tatsächlich ein bisschen freundlich. Und ja, da habe ich mir noch gesagt, ne? Ja. Boah, das ist halt echt krass. Dann ist er an dem Abend verstorben. Ja gut, für mich ist es, muss ich jetzt sagen, nicht so schlimm, weil ich hatte mit dem nicht so viel am Hut. Der hat mir als Kind, war, als ich noch Einzelkind war, da war alles in Ordnung. Aber sobald er mein Bruder geboren war, ah, der hat mich immer so ein bisschen gezärgert. Aber man muss sagen, der hatte einige Schlaganfälle hinter sich. Ach so, da okay. Weiß ich nicht. Aber eigentlich habe ich ihm nie was Schlimmes getan, keine Ahnung. Ich habe als kleines Kind gerne bei meiner Oma geschlafen. Dann war ich im Ehebett immer so in der Mitte. Keine Ahnung, ob der da irgendwie wie eifersüchtig war, was weiß ich, keine Ahnung, in dem Alter, 80, überleg mal, das ist, keine Ahnung, vor allem ich war klein, ich weiß nicht, was ich so Schlimmes getan habe, ne, und er hat mich halt gerne gezärgert und deswegen war, ja, gut, war der Tod jetzt für mich jetzt nicht so, ne, meine Mutter und meine Oma, also die Tochter, hat es halt natürlich sehr mitgenommen, ne, lange gepflegt und geliebt und, ne, ja, das ist dann wieder ist was anderes, aber für mich war es jetzt persönlich nicht so schlimm, als meine Oma gestorben ist, von meinem Papa aus, also die Familienseite von meinem Papa, da muss ich dann zugeben, das war auf der Beerdigung dann schon etwas schlimmer.
Meine Oma habe ich zwar nicht so oft gesehen, aber das war schon schlimmer, weil es war einfach ein lieber und netter Mensch. Mhm. Ja. Ja, wie war das bei dir? Hast du die Verstorbene dann noch gesehen oder nicht? Mein Opa habe ich verstorben nicht mehr gesehen und meine Oma auch nicht. Die lag eines Tages irgendwann im Bad, ist umgeknickt umgefallen. Man hat es nicht gemerkt. Man hätte sie wahrscheinlich noch retten können, sag ich mal, wenn man da vor Ort gewesen wäre, ne? Aber okay. Sohn wohnt direkt darunter, man hat's halt nicht so wirklich. Oder man doch, man hat es. Wie hatten die das erzählt? Dann ist die Polizei gekommen auch, ne? Ach, das weiß ich gar nicht. Wenn man zu Hause stirbt, dann kommt die Polizei tatsächlich. Okay, ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ja, bei meinem Opa ist aber keine Polizei gekommen. Der ist zu Hause verstorben. Ja. Ach so. Ja, ich meine. Wie denn? So ganz normal oder? Der ist. Ach, was war das? Lungenembolie? Irgendwie so. Wasser in der Lunge, okay. So. Ach, schön. Super. Auch ein ganz gemütlicher Tod. Ich weiß nicht, ob er Schmerzen hatte. Man sagt, glaube ich, nein. Ja, was halt richtig krass war, er war am Morgen. Ist er frisch aus dem Krankenhaus gekommen. So nach dem Motto, er will zu Hause sterben. Oh mein Gott. Das war, okay, ja. Das ist, ja. Das muss ich sagen, fand ich krass. Von der Story her fand ich das krass. So zu Hause sterben. Das ist immer richtig heftig, ja. Wie als hätte er verhindert, dass er nicht im Krankenhaus stirbt, genau, sondern wirklich gewartet hat, bis er zu Hause ist, damit, ja, das nochmal einmal sieht, so, ja. Das ist und er hat dann auch noch, er hat dann nochmal wirklich alle gesehen. Ne, meine Oma. Bei uns war das ja. Auch so, ja. Das war auch so, ja. Ah ja. Aber wie gesagt, so. Bei meinem Opa hat es mich jetzt nicht so mitgerissen, weil mit dem hatte ich nicht so eine Beziehung, so eine Verbindung. Ach so. Bei meiner Oma war es dann schon anders. Oh, wer ist denn jetzt zu Besuch da? Mein Hund. Oh, wie süß! Ihr habt alle einen Hund und ich hab keinen und ich will einen. Ihr seid immer. Oh, ich hätte so gern einen Hund. Ich sag dir, ich gehe nicht ins Grab, bevor ich einen Hund irgendwann mal hatte oder Katze. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon süß. Das ist schon süß, aber wir haben so einen, der bellt. Ach so, das hat er vorher nie gemacht. Das hat er vorher noch nie gemacht. Okay, komisch. Ja, keine Ahnung, der hat sich das irgendwie einfach angewöhnt. Der ist mittlerweile ein Senior, der ist auch ein bisschen älter. Ja, ach, die Stimmungsschwankungen, das ist wie bei Menschen. Ja, ist halt wirklich so. Die werden, ja, so. Hunde, es gibt tatsächlich verrückte Hunde im Alter, die einfach verrückt werden und ein bisschen gaga sind, so. Es gibt ja auch eine Hundepubertät. Da habe ich Tante ist relativ, Patentante gelernt, die hat auch einen Hund. Es gibt tatsächlich eine Hundepubertät. Und wenn die irgendwann mal älter werden, da sind es dann halt die Stimmungsschwankungen, die Wechseljahre. Mhm. Das gibt es. Ja. Wusste ich vorher nicht. Ich meine, gut, als Kind weiß man sowas sowieso nicht, ne? Dass es auch bei Tieren sowas gibt. Ja, aber Hundepubertät ist gar nicht mal so einfach. Nicht so schlimm wie bei Menschen, aber kann auch schlimm sein. Ja, das, ich weiß. Die können auch richtig knurrisch werden und auch richtig, wie sagt man, so richtig zickig. Ja, nee, ich höre jetzt nicht auf dich, so nach dem Motto. Ja. Ja, das macht unser Hund auch immer. Aber der ist jetzt, glaube ich, eher in den Wechseljahren. Ja. Senior ist ja. Ja gut, was heißt Senior? Du sagtest 7? Nee, 10. 70! Nee, 9. Also in Menschen. Achso. Nein. Ja, sorry. Okay, ja, das heißt mal 7? Ja, das ist schon nur. Ne, das ist schon so ein bisschen. Okay, so mal 7 sind ja dann die Hundejahre, ne? Ja, gut. Das ja, ist ja, genau, sagt man ja. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich gerade mal? Hallo? Oh, ich find's schön, dass meine Playlist wieder funktioniert. Boah. Da bin ich. Nee, warte mal, wo bin ich? Achso, da, okay. So. Ich weiß gar nicht, könnte ich dir die zuschicken? Achso, sag mal hier, Let's Play ist eigentlich mal Zelda bei dir auf dem Channel, oder? Ich wollte unbedingt irgendwann mal Zelda Let's Playen. Welches? Ich hatte vor. Ach, ich habe tatsächlich mir jetzt mit meinem 2DS, den ich mir gekauft hatte, hatte ich mir auch einen Zelda geholt. Das habe ich auch aufgenommen, schon vor Ewigkeiten, aber ich hatte keinen Platz, das irgendwie hochzuladen oder, was heißt hochzuladen, zu veröffentlichen. Ja, da muss ich nochmal gucken, wenn ich das nochmal irgendwann aufnehme, das ist auch wieder so ein Thema, das verdrängt man manchmal einfach, das ist dann halt einfach, ne? Ja, ich weiß, weil man nimmt sich das dann vor und dann. Ja. Da muss ich nochmal gucken. Ich finde das voll süß im Hintergrund. Ja, es ist schon süß, aber manchmal, der macht das ja immer. Ach du meine Güte. Also so wirklich, egal zu welcher Situation, und dann versucht man zu reden. Ah, okay. Der,
Der passt genau den Moment ab, wenn du sprichst, fängt er an zu reden. Ah, so nach dem Motto, nein, jetzt rede ich. Ja, 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 ja. Boah. Ja, das sind Wechseljahre. Das ist... So. Ja, also ich glaube, ich habe heute ein bisschen was erledigt. Im nächsten Part geht's dann, glaube ich, zur Höhlenuntersuchung. So. Oh ja, ich habe jetzt auch schon ein bisschen länger aufgenommen, tatsächlich. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange aufnehmen. Ach, das passiert immer. Das ist ganz normal. Warte mal, wie lange habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt hier gute 45 Minuten. Davon schneide ich noch ein bisschen was raus, je nachdem, muss ich gucken. Ja, also ich wäre fertig. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ach, ich müsste allgemein mal hier... Ich bin einfach nur zur Abwechslung, zur Unterhaltung habe ich ein bisschen was Produktives getan, hier diesen Berg ein bisschen ausgebaut, ein paar Erze und so. Ich habe jetzt meinen Weg fertig gekriegt, den Haufen da weggeschnibbelt, den ich da weghaben wollte, eigentlich ganz, ganz nice. Ich habe eine sinnvolle Truhe gemacht, das muss man auch mal sagen. Ja. So, ich werde jetzt streamen, ich will dich hier nicht aufhalten. Alles gut, ich bin, 14 Uhr stand's an, wir haben es jetzt Viertel nach. 14:13. Ja. Ja, ich guck mal, vielleicht gucke ich mal ein bisschen vorbei. Ich muss gucken, weil ich habe jetzt selber noch ein bisschen was zu tun. Ja, schnibbeln, ne? Du wolltest ja schneiden, ne? Richtig, ja, genau. Und ich muss erst mal gucken, ob hier noch zu Hause was anliegt. Ach so, ja gut. So. Ja. Dann, liebe Freunde, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke, Luke. Hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass es endlich funktioniert hat. Ja, es hat endlich mal geklappt. Und dann so spontan, so. Ne? Ja, ist halt so, ne? Ist halt so bei mir. Da machst du nix. Ja, ne, aber ist schön, ne? Auch wenn wir jetzt nur 45 Minuten, war trotzdem schön. Aber war gut. Ja, war gut. So, warte, ich stell mich noch eben kurz zu meinem Hündchen hin. Ich hab da immer so meine Stelle. Wenn du verstehst. So, warte mal. So. Ach, ja. So, warte, ich stell mich jetzt hier hin. So. Ach, hier stehe ich immer. So. Ha. So. Alles klar. Vielen Dank, Freunde, fürs Zusehen. Macht's gut, bis demnächst und danke, Lukas. Und jo, danke schön, dass ihr alle dabei seid. Auch herzliche Danksagungen hier bei dir auf dem Channel. Ich freue mich. Das war schön. Das so, müssen wir wiederholen. Falls ihr Lukas mal hier sehen, ne, was der so macht, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Ist verlinkt. Jo. So, wenn ich dran denke, verlinke ich dich auch. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Perfekt. Ja, schön. So. Nein, das müssen wir unbedingt nochmal irgendwann wiederholen. Weil das war schön. Das war gut. Das hat ordentlich. Ja, aber ich habe schon gemerkt, so, man ist zwischendurch immer so, ja, so ein paar, zwei Minuten so immer mal wieder drumrum gelaufen, ne? Und ja. Ja. Ich überlege jetzt, 45 Minuten. Soll ich das zwei Parts machen oder ein Part? Zwei. Am besten, hatte 45, sagst du? Ja, dann machst du so 22, so 22, ja, ne, 30. Das geht, das ist eine gute Länge. Gut, dann mach ich das mal. So. 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 Ja, Lukas, vielen Dank. Ja. Hat Spaß gemacht. Ich wünsche jetzt noch viel Spaß beim Stream. Ich muss jetzt mal gucken, ich wurde eben schon gerade ein bisschen gestört hier beim Aufnehmen. Wahrscheinlich wollen die irgendwie... Ach, wegen dem Hund? Ach so. Ja, der muss dann wahrscheinlich noch mal raus oder so, keine Ahnung. Gibt gleich auch schon Essen bei mir, freue ich mich schon. Oh, ja. Kartoffelpüree mit Fischstäbchen. Hallo, warst du gerade bei mir? Das hatten wir auch. Echt jetzt? Ja, ist ja Karfreitag. Ist einfach so typisch. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, ist doch so typisch. So. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Stream. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie lange streamst du immer so ein bisschen? Also mindestens, da heute Freitag ist und halt ich ja irgendwo streamen muss, weil ich diesen Rhythmus einbehalten will, mindestens 2 Stunden. Also auf jeden Fall 2 Stunden. Und wie ich mich kenne, können es auch 5 werden. Aber dadurch, dass meine Aufnahmeplatte ja jetzt wieder ein bisschen gefühlter ist, kann man, ja, man muss gucken. Ach, nimmst du das immer auf? Ja, weil ich lade die dann auf meinem Streaming-Kanal hoch. Der existiert zwar schon, da sind auch schon ganz viele Videos hochgeladen, nur noch nicht veröffentlicht. Da muss ich noch einen Rhythmus finden, Thumbnails machen und so weiter und so fort. Aber eigentlich nehme ich jetzt so, ach, die letzten 15 Streams habe ich jetzt aufgenommen. Ach so. Ja, weil ich finde es schade, auf Twitch sind sie dann halt nach 2 Wochen weg, wenn der Partner bis nach 2 Monaten ungefähr, ne? Aber ja, dann trotzdem, irgendwann sind sie halt weg. Ja. Ne? Und gut.
Ja, man könnte es auch von Twitch zu YouTube irgendwie importieren oder soll das irgendwie so gehen? Oder man könnte die Streams runterladen auf Twitch und dann halt einfach hochladen. Ja, du kannst die auf YouTube veröffentlichen irgendwie, das habe ich immer gemacht. Ja, aber dann, wenn du es aufnimmst, dann hast du nochmal bessere Qualität. Das ist halt einfach so. Das ist meiner Meinung nach sicherer. Und du kannst es am Ende nochmal bearbeiten, wenn irgendwas zu leise oder zu laut ist, kannst du das halt nochmal editieren. Das ist halt... Ja, eben. Deswegen rendere ich es dann und dann, mein Gott, das ist, ich mag das einfach. Macht doch Spaß. Aber wie gesagt, ich streame jetzt, ne? Aber erstmal muss ich noch die Aufnahme beenden. Oh, sehr gut. Ja. Ja gut, dann viel Spaß. Ja. Und dann bis demnächst, ne? Wir schreiben. Jo, wir schreiben uns, das müssen wir wiederholen, unbedingt. Das war schön. Richtig. Ja, hat Spaß gemacht. Und das nächste Mal hoffentlich mit Plan, da muss ich mal gucken. Ja. Okay, mach's gut, Lukas. Jo. Bis demnächst. Ciao. So, ist er jetzt aus dem Discord raus? Der ist jetzt aus dem Discord raus. Leute, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Es war eine sehr spontane Aufnahme. Und ich habe damit jetzt so gar nicht gerechnet. Ich bin jetzt wirklich, nicht so wirklich zu was gekommen. Es tut mir sehr leid. Mir ist allgemein aufgefallen, die ganzen Minecraft-Folgen, die ich jetzt vorproduziert habe, da habe ich nicht wirklich was gemacht. Das soll sich ändern. Das sollte sich ja eigentlich ändern mit dem Server. Eigentlich sollte sich das mit dem Server verbessern. Da muss ich aber nochmal eine Lösung für finden. Da muss man einfach nochmal gucken. Ich habe auf jeden Fall meine Liste, was ich alles bauen will. Und das mache ich auch. Ich muss gucken, vielleicht wage ich tatsächlich nochmal irgendwann einen Neustart. Und dann am besten auch mit der Welt von Philipp. Weil die könnte man dann auf den Server importieren. Ne? Wie gesagt, ich habe euch eine Frage gestellt. Und zwar, ob ihr irgendeine Mod kennt, die man installieren kann, wo man Welten hinzufügen kann, so wie bei dem Plugin Multiverse Core. Wäre super, super schön. Wenn ihr da irgendwas kennt oder so, würde mich mega freuen. Und wenn nicht, dann werde ich mich einfach nochmal informieren und recherchieren und ausprobieren und, ne. Das war's auf jeden Fall jetzt erstmal von mir. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.